Der Riss wurde größer. Dinge bewegten sich außerhalb der Zeit. Ohne Ordnung. Ganze Zeitlinien überschnitten sich. Und es würde schlimmer werden, wenn wir es nicht aufhielten. Sie begreifen nicht, was Sie da für eine Macht haben. Sie müssen diese Technologie Monarch übergeben. Ich habe gründliche Vorbereitungen getroffen. Sie haben Vorbereitungen getroffen, aber Ihr Plan bietet keine Lösung, das Ganze aufzuhalten. Und wenn ich Wills Maschine repariere, was hoffen Sie damit zu erreichen? Die Zeit endet. Es besteht keine... Hey! Das ist keine Debatte. Ich sah gerade, wie ein Schiff durch eine verdammte Brücke rauschte. Die Zeit läuft uns davon. Und der Riss wird mit jeder Minute größer. Und das ist unvermeidlich. Paul ist zum Ende der Zeit gereist. Er hat es direkt miterlebt. Verstehen Sie nicht? Es war notwendig, dass wir die Schritte eingeleitet haben. Ihre Forschung basiert auf der Arbeit von William Joyce. Sie haben ihn geschätzt. Er wusste, dass der Riss entstehen würde, aber er wusste auch, dass er geschlossen werden kann. Will hat einen Weg gefunden, den Riss aufzuhalten. Das hier. Die Gegenmaßnahme. Wir reisen in die Vergangenheit und holen sie. Sie könnten uns helfen, schneller hinzukommen. Oder wir sind einfach unterschiedlicher Meinung. Ich muss die Maschine erst untersuchen. Vorher kann ich keine Versprechungen machen. Amy, bring Emerald zur Maschine. Und behalt sie im Auge. Alles klar. Okay, Doktor, los geht's. Und ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Das würde Ihnen leid tun. Jack, bevor wir nach unten gehen, müssen wir etwas besprechen. Vorbereitung der Zeitmaschine. So ist diese schöne neue Folge von Let's Play Quantum Break. Wir müssen mal mit dir sprechen, eindeutig. Beths Plan für 2010. Beths Grafik und Pläne, um ins Jahr 2010 zurückzureisen, um die Gegenmaßnahme einzuleiten. Vorbereitung zu Zeitreisen. Auch sehr interessant. Okay, was gibt's? Es ist wegen des Plans. Wenn Emerald die Maschine zum Laufen bringt... Dann reisen wir einen Tag zurück und machen alles rückgängig. Jack, in dem Video hat Will gesagt, dass die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 aus seiner Werkstatt gestohlen wurde. Und zwar von mir. Vielleicht stimmt das, Jack. Wir haben eine Zeitmaschine. Also gehen wir in das Jahr 2010 und stehlen sie? Wenn Will recht hatte, würde das keine Veränderung bedeuten. Wir schnappen uns die Gegenmaßnahme, bringen sie in die Gegenwart, schließen den Riss und retten die Welt. Okay, und warum genau sollte das ein besserer Plan sein, als einen Tag zurückzureisen und zu verhindern, dass all dies überhaupt geschieht? Weil ich befürchte, dass wir überhaupt nichts ändern können. Die Vergangenheit ist bereits geschehen. Wir können sie nicht ändern. Mit meiner Methode müssen wir das aber auch gar nicht. Ich weiß nicht recht. Ich finde, mein Plan klingt irgendwie einfacher. Lass uns einfach die Maschine zum Laufen bringen. Aber jetzt mal schauen wir uns hier nochmal genauer um. Das war der Typ, der auf der Gala die Rede gehalten hat. Ja, der gute Martin Hatch. Das ist Martin Hatch. Dem Monarch-Funk nach wurde er als Verräter bezeichnet, der das Monarch-Labor sabotiert hat. Ein Verbündeter? Auf keinen Fall. Nee, der Typ ist noch schlimmer. Die Akte von Martin Hatch haben wir ja auch. Ach so, das haben wir ja gerade alles gelesen. Da gab es nicht nochmal neue Informationen. Fälschlicherweise habe ich das gedacht, aber dem ist nicht so. Schauen wir mal hier rein. Ah, das Radio können wir uns mal anhören. Hallo Riverport. Nun, es war eine harte Nacht für uns. Der Zusammenstoß an der Port Donnelly-Brücke, der mehrere Opfer gefordert hat, wird weiterhin untersucht. Der Tod von mindestens einem Dutzend Menschen wurde bestätigt und die Ermittler gehen von noch mehr Verlusten aus. Manche davon immer noch eingesperrt in den Autos auf dem Grund des Flusses. Die Ursache des Unfalls ist weiterhin unklar. Was zu der Verwirrung beiträgt, sind widersprüchliche Berichte von Schiffpersonal und Zeugen vom Festland. Der Kapitän des Frachters besteht darauf, dass die Brücke oben und der Weg frei war. Andere Zeugen berichten, dass das Schiff mit hoher Geschwindigkeit auf die Brücke zugefahren ist, obwohl diese noch nicht für die Durchfahrt geöffnet war. Wieder andere Zeugen geben an, dass sich überhaupt kein Schiff der Brücke genähert hat. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Nun, offensichtlich wird dieses Unglück mehrere Auswirkungen mit sich bringen. Durch den Ausfall der Port Donnelly-Brücke werden schwere Staus auf den anderen Routen über den Fluss erwartet. Und wir erhalten Meldungen, dass es zu mehreren Autounfällen in ganz Riverport gekommen ist. Sie sollten also ausreichend Zeit einplanen, wenn Sie vorhaben, heute Ihr Auto zu benutzen. Passen Sie auf sich auf. Hoffentlich ist das alles bald wieder vorbei. Ausreichend Zeit einplanen. Ja, und die Zeit, das ist das Wirrwarr, und das hat wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass in der letzten Folge das Schiff mit dieser Brücke zusammengestoßen ist überhaupt. Dr. Emerald scheint davon überzeugt zu sein, dass Paul am Ende der Zeit war. Glaubst du, das stimmt? Kann nicht sein. Sonst wäre es sinnlos, es verhindern zu wollen. Warum? Weil es schon passiert ist. Ja, das leuchtet schon irgendwo ein. Aber wer weiß, ob er wirklich... Mal sehen, wie weit Dr. Emerald mit der Zeitmaschine ist. Am richtigen Ende der Zeit war. Ich glaube nicht, dass wir ihr vertrauen können. So wie sie die Gegenmaßnahme angeschaut hat, als ob sie schon mal gesehen hat. Sie weiß, wozu sie da ist. Glaubst du, Will hat ihr davon erzählt? Nein. Will war nie einer von der gesprächigen Sorte. Das kann ich verstehen. Tja, Will hat es wirklich übertrieben. Als wir Kinder waren, konnte er mir wichtige Dinge nur mitteilen, indem er mit meiner Plüschgiraffe sprach, während ich im Raum war. Wie süß. Und ziemlich schräg. Na, dann mal reinspaziert. Schauen wir mal, was die gute Frau Doktorin da treibt. Hat sie den Fehler gefunden? Weiß nicht. Ich schau nach. Wie sieht's aus? Das Problem ist eigentlich simpel. Das Leistungsrelais ist ausgefallen. Sie müssen eine Möglichkeit finden, es wieder zu aktivieren. Dort, wo das Lämpchen leuchtet. Ich werde Ihnen die Leiter herunterlassen. Was ist mit dem Leistungsrelais passiert? Heute Morgen um 7 Uhr gab es einen Stromstoß, als die Maschine aktiviert wurde. Um 7 Uhr? Das sind mehrere Stunden, bevor wir überhaupt hier angekommen sind. Nun ja, Zahlen lügen nicht. Okay, ich schätze, ich muss wieder klettern. Gerne. Dann muss ich mich nicht freiwillig melden. Schauen wir uns das Ding mal näher an. Okay. Die Konsole hier hat 2 rote Lichter und 1 grünes. Sie müssen den Strom für die beiden Stationen mit den roten Lichtern zurücksetzen, bevor Sie das Relais wieder einschalten können. Beide Stationen befinden sich über der Maschine. Folgen Sie einfach den Kabeln zu den roten Lichtern. Über der Maschine. Der perfekte Ort für einen Reset-Schalter, Will. Nun denn. Ein Uhr? Ist die Uhr stehen geblieben? Das ist das gute alte Sprungbrett. Und irgendwie müssen wir da hochkommen, doch, damit wir da zu diesem Netzschalter kommen. Da vorne ist auch noch einer. Vielleicht kann man da irgendwie schneller hoch? Nehmen wir einfach hier hochklettern, vielleicht klappt das ja. Ein bisschen zu weit, oder? So hoch kommt der nicht. Aber da vorne vielleicht. Ach, praktisch. Wir müssen einfach hier hoch. Da vorne ist das Ding. Okay, das erste rote Lämpchen ist jetzt grün. Gut, nur noch eins übrig. Ich weiß nicht, ob Sie das zweite so erreichen können. Vielleicht müssen Sie runterklettern und auf die andere Seite der Maschine gehen. Ich denke mal auch, weil sieht mir, hier kommen wir nicht rüber, ne? Nee, weil wir müssen da, ob das die Sprungwert habt ihr gesehen und pipapo. Na gut, dann klatschen wir uns da mal runter gerade. Ich könnte natürlich mit einem beherzten Sprung versuchen. Und. Aua! Scheiße, Mann. Das war nix. Na gut. Muss mal gucken, wie wir da hochkommen. Aha. Vielleicht da rüber klettern und. Können wir denn hier hoch? Irgendwie? Auf diese. Planen oder was ist das denn? Nee, aber da führt schon ein Weg hoch. Hier ist sowas abgebröckelt. Ich
irgendwie das dumpfe Gefühl, dass... Ich glaube, ich verstehe jetzt, wie. Wir müssen doch da hoch. Wir müssen scheinbar doch da wieder hoch und dann auf diesem... Kann das sein? Auf diesem Rohr lang da? Beziehungsweise diesem Stahlträger? Ja, ich glaube, das ist es. Na egal, dann bin ich zu voreilig runtergesprungen, weil ich gedacht habe, ja gut, wenn sie sagt, ich muss runter, muss ich wahrscheinlich runter. Bei dem war scheinbar gar nicht so. Aber mit ihr können wir auch nochmal quatschen, glaube ich. Wie komme ich zum zweiten roten Licht? Sie müssen einen Weg auf die andere Seite der Maschine finden und dort hochklettern. Ja, aber ich habe vielleicht auch einen ganz anderen Weg gefunden. Vielleicht kann ich da auch hochklettern, habe es gerade übersehen. Das wäre natürlich... Aber ich glaube, ich bin hier richtig, wenn ich den Weg nehme. Oder? Oder? Komm ich da... Ja, es muss doch gehen. Ja, klar. Also das ist mal selten dämlich. Hier komme ich... Seht ihr diese Alpha-Walls, wo man nicht durchgehen kann? Da wäre ich ja wohl lang... Hätte ich ja wohl lang gehen können. Also mal ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen doof. Es würden dich da so ein paar Kabel verhindern. Aber dann habe ich jetzt vielleicht... Ja, muss ich dann da doch runterklettern. Also das wäre... Hier auf diesem Stahlträger da einfach unten lang, dann drüber balancieren, dann darüber. Wäre hier auf der anderen Seite. Habe ich zu kompliziert gedacht wieder, scheinbar. Dann schauen wir uns hier noch einmal ganz kurz richtig um. Aber ich denke, da müssen wir wieder von der Maschine tatsächlich runter. Weil ein beherzter Sprung darüber, das wird nicht funktionieren. Und übers Dach geht's, glaube ich, auch nicht, oder? Nee. Ich denke schon wieder viel zu kompliziert. So, einmal runter. Vielleicht von der anderen Seite irgendwie. Ja, da steht sie auch so bereit. Aber, wie ich da jetzt hochkomme... Hey, solltest du nicht Emeril im Auge behalten? Okay, aber zuerst musst du dir die Sachen anschauen, die ich herausgefunden habe. Was denn? Ach, hier. Okay, was ist das alles? Ich habe alle Dateien hochgeladen, die auf dem Stick waren, den ich in der Sicherheitsstation gestohlen habe. Ich habe auch ein Video von deinem Bruder gefunden. Es ist auf dem Fernseher. Das willst du sicherlich sehen. Alles andere habe ich ausgedruckt und auf die Tische dort gelegt. Heute ist der 28. Februar. Meine Güte, 1999, Will. William Joyce. 1999. Okay. Nach das Monat erste Experiment. Mühseliger Arbeit ist meine Maschine endlich bereit für Versuche mit Menschen. Bereit, wie ich finde, da bereit ein relativer Begriff ist, wenn man es mit der Deformation des Krononfelds und dem Nachbau der Massendichte eines schwarzen Lochs... Naja, okay. Das heißt, zusammengefasst... Ich habe eine Zeitmaschine und sie funktioniert. Ich werde es beweisen. Oder sterben. Okay. Ich muss nur noch einige letzte Vorbereitungen treffen. Wenn ich die Maschine betrete, dann werde ich im Uhrzeigersinn durch den Korridor reisen. Okay. Der Kern ist aktiv. Die Chrononniveaus sind stabil. Ich werde im Uhrzeigersinn durch den Korridor reisen und an derselben Stelle in der Zukunft wieder herauskommen. Diese Uhr ist mit meiner synchronisiert. Also, wenn ich die Maschine dann verlasse, sollte es einen beträchtlichen Zeitunterschied zwischen meiner Uhr und der Uhr in diesem Raum geben. Der Korridor ist arretiert. Okay, Zielzeit steht auf 5 Minuten in der Zukunft für den ersten Test. Zugegeben, in die Vergangenheit zu reisen wäre weitaus eindrucksvoller. Aber ich kann nur so weit in die Vergangenheit reisen, wie der Zeitpunkt, an dem der Kern der Maschine zum ersten Mal aktiviert wurde. Also, jetzt. Okay. Die Maschine ist bereit. Monitor ist stabil. Was ich jetzt tun werde, ändert die gesamte Struktur der Korridor. Ich weiß nicht mehr. Ah.
Umgefallen, zweites Ich und Pipapo? Gott, wo schweben die in die Dokumente? Hey, Amy, was ist das hier? Ich habe Monarchs Kommunikation über das Radio aufgezeichnet, das mir Beth gegeben hat. Ich habe alle Sachen zusammengestellt, die vielleicht weiterhelfen können. Boah, das Rettungsboot-Dokument. Konflikte minimieren. Ja, wie gesagt, da könnt ihr euch wieder ewig viel mit Pause durchlesen. Das Rettungsboot. Ja. Dem Monarch-Funk nach zu urteilen, hat Paul Serene das Ding gerade aktiviert. Viel früher, als es eigentlich geplant war. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir weniger Zeit haben als gehofft. Die anderen Dokumente. Die Unternehmensphilosophie von 1999. Ja, wer sich für sowas interessiert. Wie gesagt, nochmal ganz kurz. Pause drücken. Immer nach so einem kurzen Step. Da können wir immer Play, Pause, Play, Pause, Play, Pause. Und dann kann man das eigentlich ganz gut lesen. Serenes Originalmanifest für Monarch. Das mussten wir so gut wie auswendig können. Er glaubt wirklich, dass er das Richtige tut. Weil er nicht glaubt, dass der Riss aufgehalten werden kann. Aber da irrt er sich. Was ist auf dem Computer? Die Monarch-Dateien, die ich hochgeladen habe. Und die besten Sachen sind noch auf dem Bildschirm. Heute ist der 28. Februar 1999, William Joyce. Okay. Nach Monaten mühseliger Arbeit ist meine Maschine endlich bereit für Versuche mit Menschen. Bereit, wie ich finde, da bereit ein Ich habe ihn aus Versehen nochmal angeschaltet. Weil sonst haben wir ja nicht mehr viel, oder? Und im Nachbau der Masse. Da war noch irgendwas. Lochs. Naja. Okay. Das heißt, kommen wir da durch eigentlich schon? Ja, müssten wir. Hier habe ich noch ein paar Sachen liegen. Was ist das denn hier? Das ist doch wohl ein Scherz. Was ist das? Das sind meine ganzen Sachen aus unserem Elternhaus. Er hat alles aufbewahrt. Wahrscheinlich dachte er sich schon, dass du zurückkommen wirst. Jack? Alles klar? Ja. Mal schauen, was hier noch hinter ist. Was ist? Toto. Das ist meine Unterschrift. Das ist von dir? Und ich bin noch nie hier gewesen. Du bist die Frau auf dem Bild, oder? Und... Jack. Ich muss dir was sagen. 1999. Ich war 8 Jahre alt und spielte hinter dem Haus, als eine Frau kam und erzählte, sie sei aus der Zukunft. Sie gab mir sehr genaue Details über Ereignisse, die auftreten würden. Sie gab mir das. Voller Daten, Ereignisse, voller Beweise. Jack, diese Frau... Das warst du? Alles, was ich mir selbst erzählt hatte, trat ein. Jedes Detail, ob gut oder schlecht, passierte und konnte nicht verändert werden. Unser Schicksal ist für uns festgelegt, Jack. Alles, was uns hierher brachte, jedes Opfer, das wir erbracht haben. Alles war ein Teil dieses Wegs. Das ist nicht zu ändern. So ist das. Beth. Aber wenn wir diese Zeitmaschine betreten, siehst du es mit eigenen Augen. Okay. Wenn du dir sicher bist, zu wissen, wie das alles funktioniert, dann können wir es auf deine Art versuchen. Das Notizbuch war voller Anweisungen, Daten und Ereignisse, die stattfinden würden. Ihr ganzes Leben wurde von diesen Seiten bestimmt. Du wirst auf eine andere Schule geschickt. Mr. Hartzug von nebenan wird sterben. Ach krass. Ja, das ist natürlich gut. Das wäre natürlich super, wenn da die Lottozahlen drin stehen würden. Dann hätte man sicherlich einiges verändern können. Die Information ist ja tatsächlich scheinbar... Studiere dein Ziel, Jack Joyce. Er ist der einzige Mensch, der dir bei deiner Mission helfen kann. Regel Nummer 1. Du kannst ihm vertrauen. Lerne alles über Jack, was du kannst. Studiere dein Ziel. Mann, Kopf hoch, Toto. Du wirst Unglaubliches erreichen. Gut, das ist vielleicht eine gute Info.
Ist das irgendwas in der Räumlichkeit? Vielleicht war sie das dann auch, die das Bild gemalt hat. Sie war es. Sie war diejenige, die die halbe Stadt bemalt hat. Ja. Mein Gott. Ich auch das coole Bild von Paul Serene. Sehr schöner Artstyle, muss ich sagen. Gefällt mir gut. So, hier haben wir... Moment, kommt man hier noch irgendwas schauen? Nee, da geht's... Geht's jetzt hier wieder... Ich hab gerade die Orientierung ein bisschen verloren. Ah, Moment, nee. Kann man wohl hochklettern. Ach, und hier muss ich jetzt zurück zur Zeitmaschine, oder was? Ach, du heilige Scheiße. Okay, ich verstehe. Das hätte da niemals klappen können mit dem Weg, den ich vorher gewählt hatte. Ah, interessant. Nun gut. Dann können wir jetzt aber noch einmal mit ihr kurz reden. Der Amy. Das will ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen. Vielleicht sind da auch noch irgendwelche wichtigen Informationen. Ah, nee, scheinbar ist sie gegangen. Ja, dann haben wir uns das entgehen lassen. Traumtagebuch. Aber man hört immer noch die Tippgeräusche. Kleiner Fehler. Wahrscheinlich haben die Leute nicht damit gerechnet, dass man hier nachher nochmal hingeht. Na gut, dann wollen wir jetzt mal eben noch schnell versuchen, dieses eine Gerät da abzuschalten. So, da haben wir auch alles gesehen. Das hat man auch alles gesehen, wenn ich mich nicht irre. Buch kennen wir bereits von Beth Wilder, die die ganze Stadt bemalt hat. Irgendwas habe ich, glaube ich, noch übersehen. Ist aber auch nicht schlimm. Ich habe ein paar Schießübungen gemacht, offensichtlich. Und ja, hier, das wäre der Raum, wo wir rein können. Und dann machen wir das jetzt mal. Der gute Dominic Monaghan, unser guter Bruder Will hier im Spiel, sich aber was Tolles ausgedacht, damit wir da hochkommen. Warum musste dein Bruder Wartungsbedienelemente da oben anbringen? Genau darüber habe ich gerade geredet. Oh, natürlich. Verdammt. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Das wird nicht passieren. Okay, das erste rote Lämpchen ist jetzt grün. Wie? Da hinten muss ich jetzt schon wieder hin, oder was? Wie dämlich. Müssen wir wieder hier runterkommen. Fluppi. Jetzt hier rauf. Plopp. Das klappt doch wie am Schnürchen. Das eine habe ich doch schon deaktiviert, oder? Da müssen wir nochmal hin. Vielleicht muss man das nochmal irgendwie neu machen. Keine Ahnung. Alles klar, alle Lämpchen sind grün. Aktiviere den Korridor. Oh, jetzt wird's spannend. Guten Tag, Beth. So schnell wieder hier drüben. Na, alles gut? So, wo muss ich denn hin? Zum Korridor. Ah, da bin ich jetzt viel zu weit rüber geklettert wieder. Ich dachte, das wäre hier an der Konsole. Ich kenne mich ja nicht so gut aus mit Zeitmaschinen, muss man dazu sagen, ne? Sie ist so der Zeitmaschinen-Experte. Dass mal nichts ist. Okay, okay, los geht's. Ich gebe das Datum in die Konsole ein. Ja, die kenne ich ja noch vom letzten Test. 4. Juli 2010. Bereit? Nein. Du? Nein. Das ist es. Es gibt kein Zurück. Hey, warte, warte!
Was haben Sie getan? Das war die falsche Tür. Sie haben das Datum geändert. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich hatte keine Wahl. Sie durften die Gegenmaßnahme nicht bekommen. Es hätte unseren Plan gefährdet. Ich habe Monarch bereits kontaktiert. Sie sind auf dem Weg. Es ist vorbei. Was haben Sie getan? Fuck! Wir brauchen die Gegenmaßnahme für das Rettungsboot. Ich halte mich an den Plan, fessle sie und verschwinde dann so weit weg wie möglich. Werde ich. Aber pass bitte auf dich auf, Jack. Okay?